So, hallo Freunde der Sonne, willkommen zu unserem LTK Reiseblog. Okay, es geht jetzt los. Du hast Freunde der Sonne gesagt, ne? Ja. Schneid es bitte raus. Wieso? Es wird heiß am Wochenende. Eben, Daniel knows. Okay, wir begeben uns jetzt auf die zweistündige Fahrt. Wir sind hier am Großkappen Bahnhof. Und ja, es geht jetzt los nach Kassel. Motivation hält sich in Grenzen bis jetzt. Ja, dann machen wir das hier drüber, genau, das hier drunter. So. Hast du es noch? Ja. Da, damit die Bescheid wissen. So nämlich. Whole lot of gang shit, Alter. Yes, sir. Whole lot of Marco shit. Bist du schon aufgeregt, Leute? Oh ja. Zeig mal deine fresh nails. Ja. Jawohl. Gold. Zeig nochmal. Sehr schön. Dein Rucksack ist. Kannst ja da auf die Augen. Insane. Ja. Hide them. So, wenn wir. Wie läuft es jetzt? Wie läuft es so? Wie fühlst du dich? Hey, das mein Dad hat uns. So, kurzer Stopp. Jetzt mal kurz für den kleinen Hunger. Und wie war's? Jetzt geschmeckt? Spaß, Alter. Spaß. Spaß? Ja. Wir gehen doch nicht zu McDonald's. Wir waren nur Piss. Wie ist es auf der Rückbank? Sauna. Wow. Ich glaube, ich habe einen Apfel. Ein Apfel? Okay. What you eat in a day before a race, part one, featuring Charlotte. An apple a day keeps the doctor away. Ich habe nur die Resten mitgenommen. An apple a day makes you win gold. Ich habe gar nichts mitgenommen. Und Junge, was ist hier? Bro, mach mal auf. Profisport. Hast du die noch nicht angemalt? Ostereier, ich pack's nicht. Warum sind die angemalt? So sind die doch, wenn ich die kaufe. Kauf die so. Ich hab ihn gekauft. Warum nicht? Ich hab nicht gekauft. Ich bin rausgerannt, ja. Das die Amis wieder. Die drehen am Rad. Die drehen am Rad. Da mach ich aber nicht in den USA. Da kaufst du keine Eier. In den USA kommen die auch nicht. Die kommen so ohne die Schale in den USA. Ich mag das lieber nicht. Die kommen ohne die Schale. Warum kaufst du die nicht selber? Weil ich bin zu faul. Bro, die kommen ohne die Schale. Ja, ich hab eine Tüte gekochte Eier. Das macht man nicht, Charlotte. Charlotte, stell dich mal neben Marc, dann sieht der Einmann mit dem groß aus. Oh, Slay, ey. Zeig mal deine Frise von der Seite. Ich war. Bin ich drauf? Ja, du bist drauf. Ich war heute Morgen noch beim Friseur. Ja. Und ich habe die extra für euch schön gemacht. Aber dein Kopf sieht von vorne so lang aus. Warum sind deine Haare vorne nicht geschnitten? Hinten ist süß, naja, aber es ist vorne es passiert. Es gab halt ein kleines Problem. Ich hatte nur 10 Minuten Zeit beim Friseur. Bin natürlich zu meinem Bro gegangen. Serda, wenn du das siehst, schau da an der Stelle. Niederrad. Und ja, ich war zeitlich ein bisschen unter Zugzwang und musste 20 Minuten später meine Bahn bekommen und dann mit Koffer noch hinrennen. Deshalb hatten wir nur 10 Minuten Zeit für den Haarschnitt, aber die Zeit hat er gut gemacht. Ja. Wie war's? Willst du mal hin? Trägst du morgen Brille? Ja, im Heat trage ich Brille. Trägst du Brille? Ich habe drei Brillen mit. Trägst du Brille? Ich habe noch nie Brillen getragen. Ja. Im Lauf. Ich hab letztes Jahr bei der DM das erste Mal Brille getragen im Vorlauf.
Und dann ist die verrutscht. Und dann ist die fünfmal verrutscht und ich war die ganze Zeit im Lauf so. Zwölf Sekunden später. Geschafft. Im Moment. MTV Cribs ist hier. Hallo. Hallo. Ja, mach. Stellst du mir jetzt 73 Fragen? Nein, du sollst jetzt deine Route machen. Kommen Sie rein. Ich dachte, du machst so. Ach, egal. Du kennst es eh nicht. Nö. Stell mal deinen Room vor. Nee, ich bin irgendwie zu unlustig dafür. Ja, das stimmt schon. Erlegt. Ja, das war's. Hier ist noch ein wunderschöner Balkon. Oh, fuck. Oh, bro. Bro, what the fuck? Was soll ich jetzt machen? Okay, nein. Was ist los mit dir? Ah, scheiße. Wir machen es einfach nur so. Das ist gut. Slay. Charlotte Slay. Mechaniker. Okay, stell mal kurz den Balkon vor. This is the spot where it all happens. This is where we get in the zone. So nämlich. Hier ist mein Zimmer. Das ist unser Hotel. Ländlich. Nett. Deutsch. Deutsch. Machen wir jetzt einen Haarschnitt? Bei dir? Ja. Wo? Im Bad. Auf meinem Kopf. Oh. So, das ist unsere Haarschere. Ich glaube, ihr scheißt halt ultimativ rein. AKA eine Heckenschere. Hä, hey, ich dachte, du schneidest die Haare. Nee. Okay, Charlotte, dann musst du mir die Haare schneiden. Charlotte, du schneidest. Ich hab doch Nähhaare geschnitten. Egal. Ich schneide die alle ab. Edward Scissorhands. Okay, Mari, komm mal her. Ich kann nicht. Du musst filmen. Ich kann nicht, stell's auf oder so. Ist das Lighting good? It's alright. Sorry, ja. Hier ist halt ganz kurz und einmal so. Ja, du sollst mir vorne abschneiden. Ich kann es dir nicht. Ich hab extra das mitgenommen. Okay. Step 1, Hair Care Routine. Cam. Ja, gib mal her. Gib mal her. Cam. Für unsere Englisch-Follower. Brush your teeth. Nee, Hair. Brush your teeth as well. Richtig geil. Du sollst sie nur abschneiden. Ihr könnt nicht. Kannst du bitte so gehen? Nein, ich will so nicht gehen. Soll ich machen? Ich mach's halt lieber selber, oder? Ich glaube, warte mal, stopp. Es fällt ja an, das auf Balkon machen. Ja. Ich glaube, du musst mehr. Nee, wir machen erstmal Zwischenstunden. Bro, man sieht es nicht mal. Mach da nicht zu viel ab. So einfach. So, nach dem Haarschnitt gibt es jetzt erstmal eine Pizza. Healthy as fuck. Quark aus Quark. Oh, Teig aus Quark, hat der Amigo gesagt. Für Sportler perfekt. Und natürlich Salate. Ja. Und dann geht's direkt los. Junge, welcher Mensch trägt sein Wettkampftrikot? Hä, hey, ich mach das für die Aufnahmen, du Clown. Sorry, ich wollte nicht so meckern. Junge. Ich mach das für die Aufnahmen. Welche Aufnahmen? Na, die du jetzt machst. Was, auf was im Weg bist du gerade? Auf dem Weg zum Auftaktrest. Machen wir das TikTok? Oh ja. Okay. Weißt du, wie es geht? Das ist eine. Ich bin ready to my mind all day. Kennst du den da? Nee. So etwas kann ich nicht machen. Was machst du jetzt noch? Ich mache jetzt noch ein paar
150er. Okay. Was denn? Ich dachte, du fängst schon wieder an, irgendeinen Scheiß zu labern. Nee, ich würde. Das war mein Fuß. Ich würde eigentlich normalerweise. Junge, es kommt immer so, als könnte ich gar nicht reden. Ich stotter immer nicht. So. Ich habe 10 Gedanken auf einmal im Kopf. Normalerweise würde ich eigentlich nur ein paar lockere Steigerungen machen, weil ich lazy bin. Aber ich habe die letzten 2 Tage nichts gemacht, weil ich mich nicht gut gefühlt habe. Und deswegen will ich noch ein bisschen mehr Spannung in die Beine kriegen und mache ein paar längere Läufe noch. Sehr gut. Schön. Was hast du jetzt gemacht? Hier mal 150er. 150er? 150er. Das ist so sweet. Und dann? 3-4 mal 150er. Ja. Fertig. Fertig. Schön. Letzte 150er. Letzte 50 schnell. Sehr schön. Spin. Und bist du bereit? Always ready. Hayes in the band. Hayes in the barn. Barn. The van. The van. Bro, ich habe so einen krassen Tan. Sind das neue Spikes? Nicht ganz neu, das sind meine Wettkampf-Spikes. You know the drill? Ja. Yeah. Nee, ob ich noch ein Interview mit dir machen will? Ich sprinte jetzt noch ein bisschen. Okay. In meinem ATK-Dress. Ja, stell dich mal wieder in die Sonne. In meinem ATK-Dress? Ja. Und dann machen wir noch TikToks. Nice. Bewegungstalent. Und meine Beine jucken überall, weil wir Bedbugs haben. Ich schwöre, wir haben Bedbugs.